Ja, natürlich, schwarze Schafe, die gibt es in jeder Branche, die gibt es überall, die gibt es auch im Bereich der pauschalnotierten Unterstützungsklasse. Und leider treten gerade in letzter Zeit, in der sich die Rahmenbedingungen für die pauschalnotierte Unterstützungsklasse deutlich verbessern, indem die Nachfrage sehr stark und extrem steigt, finden Sie auch die ein oder anderen schwarzen Schafe zwischen vielen etablierten Anbietern am Markt wieder. Aber ich glaube, wenn man die Frage stellt, was steckt dahinter an Potenzial, welche langjährige Erfahrung steckt dahinter, wie viel wird verwaltet, welches Volumen steckt dahinter, wie viele Mitarbeiter steckt dahinter, welche fachlichen Qualifikationen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Mathematiker, Betriebswirte, BAV und so weiter stecken dahinter, dann lässt sich hier schon sehr deutlich Spreu vom Weizen trennen. Und es gibt Anbieter unterschiedlichster Couleur. Wir haben vor kurzem einen Fall gehabt in der Kanzlei, da ist eine hergegangen, hat pauschalnotiert die Unterstützungskasse angeboten und dahinter klassische Versicherung abgeschlossen. Einfach mehrfach kassiert, Gebührenmaximierung. Wir haben Anbieter, die sich meistens in den Randgebieten von Deutschland auftreiben die letzten Jahre. Da gibt es Aussagen, die pauschalnotierte Unterstützungskasse ist das totale Wunderwerk. Selbst Kinder können versorgt werden. Wenn ein Mitarbeiter wechselt vom einen Arbeitgeber mit pauschalnotierter zum anderen Arbeitgeber ohne pauschalnotierte Unterstützungskasse, dann kann er diesen Arbeitgeber anweisen, dass er die alte Unterstützungskasse zahlt, was natürlich ein absoluter fachlicher Unsinn, was weder arbeitsrechtlich noch technisch noch faktisch noch steuerlich geht. Es gibt Anbieter, die gründen immer mal wieder pauschalnotierte Unterstützungskassen und Verwaltungsgesellschaften, gehen immer wieder in die Insolvenz, betreiben das genau 2, 3, 4 Jahre, bis das Finanzamt das Ganze in der Betriebsprüfung anschaut. Wir haben derzeit auch wieder einen Fall aus einer Übernahme von einer insolventen Verwaltungsgesellschaft aus dem Saarland. Katastrophale Verhältnisse in den Unterstützungskassen, Einrichtungen, die man nie machen hätte dürfen. Das passiert natürlich. Aber es gibt natürlich auch nicht den weißen Ritter neben den schwarzen Schafen, aber die Unterstützungskasse als solches ist grundsätzlich ein sehr nutzenbringendes betriebswirtschaftliches Instrument. Zukunftsfähigkeit, Mitarbeiterbindung, Human Resources, Vorteile in der Mitarbeitergewinnung, finanzielle Unabhängigkeit, Bankenunabhängigkeit, alternative Mittelherkunft, Liquiditätsreserven. Das sind alles Dinge, die für mich strategisch, ich sage das immer wieder, so wichtig sind und so wertvoll sind, dass man die in Unternehmen gar nicht genügend einsetzen kann. Und es ist wirklich eine ganz große Zahl von Unternehmen, für die die Unterstützungskasse wirklich passt, weil sie wirklich exakte, passgenaue, betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen bringt als Werkzeug. Aber wie beim Küchenmesser, es kommt immer darauf an, wer bedient dieses Werkzeug und es kommt immer darauf an, was will man mit dem Werkzeug wirklich erreichen. Pauschalnotierte Unterstützungskasse ist ein langfristiges Geschäft. Es ist ein nicht kompliziertes, aber ein komplexes und ein rechtlich aus verschiedenen Disziplinen anspruchsvolles Konzept. Und da gehört sich auch die entsprechende Betreuung dahinter.